Nein, wir haben keinen Tunnelblick, aber wir machen jetzt einen Blick in Tunnels, den Sie so sicher noch nicht gesehen haben. Hallo und ganz herzlich willkommen bei Newton mit einer neuen Ausgabe. Fein, dass Sie wieder mit dabei sind. Österreich, das Land der Tunnels, aber auch Österreich, das Land der Tunnelbaumeister. Weltweit ist das Know-how der österreichischen Tunnelbauingenieure gefragt. Auch in der Forschung und Ausbildung sind wir im Übrigen ganz weit vorne. So gibt es im steirischen Erzberg ein eigenes Tunnelsystem, ein Stollensystem, das als eine Art Labor dient. Hier wird getestet, hier wird experimentiert und hier wird trainiert. Was zum Beispiel tun, wenn ein Tunnel im Vollbrand steht? Oder wie muss ein Tunnel konstruiert sein, wenn er einen reißenden Fluss unterqueren soll? Die Kunst des Tunnelbaus. Schauen Sie mal. Der Starrische Erzberg. Einmal im Jahr ist der Schauplatz eines der wildesten Rennen der Welt. Seit 1000 Jahren wird hier Erz gewonnen, demnächst auch geforscht. Unter echten Bedingungen. Ein Forschungszentrum wird zum Experimentierfeld für den Tunnelbau. Das Zentrum am Berg. Es gibt Fragestellungen, die Sie in einem Labor, im Haus, in einer Stadt nicht lösen können. Dazu brauchen Sie wirklich den Tunnel. Jetzt können wir so vorgehen, dass wir einen Tunnel sperren. Das kostet natürlich viel, volkswirtschaftlich viel. Und da war es naheliegend, dann bauen wir uns selber einen Tunnel als Labor. Robert Galler ist die treibende Kraft hinter dem Projektzentrum am Berg. Er leitet das Institut für Subsurface Engineering an der Montanuniversität in Leoben und war 10 Jahre lang auf der Suche nach einem geeigneten Standort für seine Vision. Das Zentrum am Berg ist ein Herzensprojekt. Es ist ein interdisziplinäres Projekt. Ich glaube, wir können uns nur weiterentwickeln, wenn wir alle Fachgebiete, die mit dem Tunnelbau zu tun haben, vereint an einem Platz treffen. Da entstehen, denke ich, die besten Weiterentwicklungen und das wird es hier im Zentrum am Berg geben. Das Tunnellabor wird aus 2 Straßentunneln und 2 Eisenbahntunneln mit je 400 Meter Länge und einem Versuchstunnel mit 1 Kilometer Länge bestehen. Ein Zentrum für Forschung und Entwicklung, in dem viele Problemstellungen rund um den modernen Tunnelbau untersucht werden können. Wie kann man einen Verkehrstunnel noch sicherer machen? Können Brandkatastrophen wie die im Tauern- und Mont-Blanc-Tunnel 1999 verhindert werden? Und wie kann ein Tunnel kostengünstiger und umweltfreundlicher gebaut werden? Das Tunnelforschungszentrum soll einerseits Forschungsprojekte unterstützen im Bereich von der Vortriebstechnik über die Materialentwicklung bis hin zur Ausrüstung eines Tunnels. Es soll aber auch ein Ausbildungszentrum sein. Es soll also den Studierenden die Möglichkeit geben, hier im Realmaßstab etwas zu probieren, etwas zu lernen, was sie sonst nur im Hörsaal gelernt haben. Bis dato fehlt uns ja die praktische Ausbildung zur Gänze. Und es soll natürlich auch ein Trainingszentrum für Einsatzorganisationen sein, die nun im Realmaßstab Trainings durchführen können. Das können wir heute nur dann, wenn wir die Tunnel sperren, aber auch dann nicht im 1:1 Maßstab, weil wir ja nicht einen Vollbrand auslösen können, der würde ja den Tunnel zerstören. Eine Möglichkeit, die auch ganz besonders das Interesse des größten österreichischen Straßenbaubetreibers geweckt hat. Was uns natürlich besonders interessiert als Straßenbetreiber, da geht es um den Betrieb. Ein Tunnel ist bereits im Bau und da muss man üben für Einsätze mit den Einsatzorganisationen. Was passiert wirklich im Tunnel? Es brennt, es entsteht Rauch. Wie verhalten sich die Einsatzkräfte? Und das kann man dort perfekt im, sozusagen im Trockentraining üben, damit es dann, wenn es drauf ankommt, perfekt funktioniert. 30 Millionen Euro wird dieses Projekt kosten. Finanziert wird es ausschließlich durch Steuergelder. Bereits 2018 sollen erste Kooperationsprojekte durchgeführt werden. Der Vollbetrieb ist 1 Jahr später geplant.
Mit dem Wirtschaftsaufschwung in den 1960er Jahren begannen österreichische Ingenieure, durch die Berge zu graben. Mittlerweile führen mehr als 1000 Kilometer Straßen- und Bahntunnel durch die Alpen, eine Strecke wie von Wien nach Rom. Und jedes Jahr wird das unterirdische Netz um ein paar Kilometer länger. Weltweit werden Jahr für Jahr 4.500 Kilometer Tunnelstrecke gebaut. Die Faszination am Tunnelbau liegt darin, dass man als Mineur oder als Tunnelbauingenieur der Erste ist, der in der Erdkruste an diese Stelle kommt, wo wirklich noch niemand davor war. Es gibt also immer wieder Situationen, die neu sind. Und das auch nach 40 Jahren oder wie lange ich jetzt schon in dem Geschäft herumkugel. Wolf Schubert leitet das Institut für Felsmechanik und Tunnelbau an der TU Graz. Er gilt als Experte für Tunnelbau in schwierigen Gebirgsverhältnissen. Die Begeisterung, in den Berg vorzudringen, hatte wohl auch schon vor 50 Jahren einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung der neuen österreichischen Tunnelbaumethode, auch NATM genannt. Die sogenannte New Austrian Tunneling Method vereinfachte den Bau massiv. Man lernte, dass man beim Graben und Bohren nicht gegen den ganzen Berg arbeiten musste, sondern begann, die Eigentragfähigkeit des Gebirges mitzunutzen. Die wichtigsten Aspekte sind meiner Meinung nach, dass man versteht, was das Gebirge kann, was man ihm zumuten kann und welche Unterstützung es braucht, damit man also zu einem optimalen Ergebnis kommt. Sofort nach der Sprengung oder dem Ausbrechen mit dem Bagger werden die Tunnelwände erstmals mit schnell aushärtendem Beton gefestigt. Als weitere Maßnahme werden Stahlbewehrungselemente ausgelegt und wieder mit Spritzbeton fixiert. Der nächste Schritt sind Metallanker, die einem Dübel vergleichbar mit dem Gebirge verschraubt werden. Die bis zu 6 Meter langen Anker verfestigen das Gewölbe endgültig. Der Tunnel wird stabil. Das Geheimnis der NATM steckt im richtigen Interpretieren der Reaktionen des Gebirges auf unsere Maßnahmen. Es ist ähnlich wie beim Arzt. Verschreibt er das Falsche, reagiert der Patient falsch. Verschreiben wir dem Gebirge das Falsche, wird es einen Verbruch geben, wie wir sagen. Also es stürzt ein. Und diese Messungen und Messmethoden zu beherrschen und zu interpretieren, ist eines der Geheimnisse der NATM. Im Prinzip muss man nur das kapieren und dann hat man verstanden, wie Tunnelbau einfach geht, nicht? Die neue österreichische Tunnelbaumethode ist eine Erfolgsgeschichte. Der Massenbergtunnel bei Leoben war 1965 der erste Straßentunnel, der nach den Grundsätzen dieser neuen Methode errichtet wurde. Danach wurden praktisch alle österreichischen Verkehrstunnel so ausgeführt und ab den späten 1970er Jahren verbreitete sich diese Erfindung weltweit. Und die Nachfrage an österreichischem Tunnelbau-Know-how ist bis heute ungebrochen. Die Montanuni Leoben hat gemeinsam mit der TU Graz vor Jahren den NATM-Engineer ins Leben gerufen. Der Intensivunterricht dauert 3 Wochen pro Semester und wird abwechselnd an der Montanuni Leoben und an der TU Graz abgehalten. Nach 4 oder 6 Semestern schließen die Studenten mit dem Titel Akademischer NATM-Ingenieur oder Master of Engineering ab. Ich würde sagen, der Kurs ist sehr erfolgreich. Die Leute sind alle sehr angetan. Sie haben das Gefühl, sie haben was gelernt. Und für uns ist es natürlich auch eine Herausforderung, Leute, die schon im Beruf stehen, auszubilden, weil die natürlich wesentlich fordernder sind als ein normaler Student, der erst am Anfang seiner Karriere steht. Die Teilnehmer kommen aus allen Teilen der Erde. Der Kurs richtet sich vor allem an Profis, Ingenieure und Geotechniker mit beruflicher Praxis. Die Nachfrage ist groß. Österreichisches Tunnelbauwissen als Exportschlager. Diese Tunnelbaumethode ist keine starre Methode. Wenn du die Basis verstehst, kannst du sie überall anwenden. Ich habe meine Ausbildung und meine praktischen Erfahrungen im Tunnelbau gemacht und hatte das Gefühl, dass etwas fehlt. Und hier ist der Ort, wo die beste Information verfügbar ist. Schauplatz Semmering Basistunnel. Ein Projekt, bei dem genau dieses Know-how zum Einsatz kommt.
der 3,3 Milliarden Euro teure und 27 Kilometer lange Eisenbahntunnel durch den Semmering liegt auf der neuen Nord-Süd-Achse der ÖBB und soll zwischen Wien und Graz eine Zeitersparnis von 30 Minuten bringen. Vom niederösterreichischen Blocknitz aus ist man seit November 2015 bereits einen knappen Kilometer in den Berg vorgedrungen. Durchschnittlich wächst der Bahntunnel um 2,5 Meter pro Tag. Kein Rekordtempo, denn die Beschaffenheit des Gebirges ist hier extrem schwierig. Das lässt nur eine Baumethode zu. Die NADM ist mit 100% die richtige Bauweise, im Speziellen in unserem Abschnitt mit den sehr wechselhaften Gesteinsfestigkeiten und Zerlegungsgraden, da hier eine Vortriebsmaschine ständig auf unterschiedliche Arten nicht richtig gesteuert werden kann. Und im Sprengvortrieb bzw. Wechselvortrieb, was wir haben, zwischen Sprengen und mechanisch lösen, mittels Bagger oder Teilschnittfräse, ist die nötige Flexibilität gegeben und wir bleiben auf Kurs. Der neu ausgebrochene Tunnelquerschnitt wird vermessen. Die Daten geben Aufschluss darüber, wie stark sich der Tunnel bewegt. Und die Tunnelbauer passen sich sofort an die neuen Gegebenheiten an. Benötigt das Gebirge mehr Halt, wird die Spritzbetonschale dicker und die Anzahl und Länge der versetzten Anker erhöht sich. Wird das Gebirge wieder fester, kann man mit dem Ausbau zurückgehen und spart somit Zeit und Geld. In der Mitte des zukünftigen Semmering-Basistunnels befindet sich der Fröschnitzgraben. Hier führen zwei gigantische Schächte senkrecht in die Tiefe. Für die Planer und Tunnelbauer eine ganz besondere Herausforderung. Der Schachtbau, würde ich sagen, ist die Königsdisziplin des Untertagebaus. Es ist die gefährlichste Arbeit, die wir haben, denn alles, wenn oben was runterfällt, das kommt mit Sicherheit unten an. Die Schächte haben einen Durchmesser von 10 Metern und sind 400 Meter tief. Das entspricht einem Hochhaus mit 130 Stockwerken. Bis zu 400 Menschen arbeiten an diesem gigantischen Projekt im Dreischichtbetrieb. Nach 2 Jahren Bauzeit sind die Schächte fertig und führen in einen riesigen Hohlraum. 12 Meter Höhe hat die Kaverne derzeit. Im Endausbau wird sie bis zu 16 Meter betragen. Ein Dom im Berg. Von hier aus werden sich ab 2017 zwei Tunnelbohrmaschinen Richtung Glocknitz vorarbeiten. Alle Elemente dafür müssen in kleinen Teilen über den 400-Meter-Schacht in die Tiefe gebracht und montiert werden. Im Endausbau wird die Kaverne zu einer 1 Kilometer langen Nothaltestelle ausgebaut. Im Notfall sollen Passagiere hier in einen Sicherheitsbereich gelangen und von dort über die zweite Röhre aus dem Tunnel evakuiert werden. Schauplatzwechsel, Kleinalmtunnel. Der 1978 fertiggestellte Kleinalmtunnel an der A9 zwischen St. Michael und Deutsch-Feistritz in der Steiermark bekommt eine zweite Röhre. Die eigentlichen Tunnelbauarbeiten sind abgeschlossen. Der Tunnel erhält gerade seine Fahrbahn aus Beton. Hält eine herkömmliche Asphaltfahrbahn rund 10 Jahre dem Verkehr stand, soll die Betondecke mindestens 30 Jahre halten. Das Tunnelsystem wird natürlich mit allen modernen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, darunter auch 8 für Einsatzfahrzeuge befahrbare Querschläge. Das sind Verbindungsstücke zur zweiten Tunnelröhre. Im Augenblick enden die Querschläge noch an der Außenschale des alten Tunnels. Und dahinter 21.000 Fahrzeuge täglich. Direkt über der Fahrbahn befindet sich der zentrale Abluftkanal, eine lebensnotwendige Maßnahme bei jeder Art von Rauchentwicklung. Der Kanal verläuft durch den ganzen 8,3 Kilometer langen Tunnel und besitzt alle 80 Meter eine Öffnung zur Fahrbahn. Die verrauchte Luft wird durch verschiedene Sensoren detektiert. Die nächstgelegene Abluftklappe öffnet sich und über diese wird die verrauchte Luft abgesaugt und über den Abluftkanal an 4 Punkte nach außen transportiert. Ende 2017 wechselt der Verkehr für beide Fahrbahnrichtungen auf die neue Röhre. Dann wird die 40 Jahre alte bestehende Röhre saniert und auch auf den modernsten Stand der Technik gebracht. 2019 ist der Kleinalmtunnel dann endgültig zweiröhrig befahrbar. Als Alternative zur österreichischen Baumethode gibt es noch eine zweite Variante, die sich weltweit verbreitet hat. Die Tunnelbohrmaschine. Ein gigantischer Bohrkopf mit unzähligen Rollenmeißeln frisst sich seinen Weg durch das Gestein. Hinter dem Bohrkopf hängt eine hunderte Meter lange Fabrik.
Dort wird sichergestellt, dass einerseits das Ausbruchsmaterial nach draußen befördert und gleichzeitig die Tunnelröhre mit Betonringen ausgekleidet wird. Aufgebaut sind diese Betonringe aus mehreren Fertigteilsegmenten, auch Tübinge genannt. Die Herstellung erfordert eine Genauigkeit von wenigen Zehntelmillimetern, weil sonst ein passgenauer Einbau nicht möglich ist. Und das bei einem durchschnittlichen Gewicht von 7 Tonnen pro Tübing. Diese Art Tunnel zu bohren erreicht hohe Vortriebsgeschwindigkeiten von 20 Metern und mehr pro Tag, aber nur, wenn alle Randbedingungen stimmen. Wenn das Gebirge ausgesprochen gut ist, also ein homogenes Gebirge ist, dann sind wir mit Tunnelbohrmaschinen schneller. Nur in diesem Fall. Wir können mit der NADM keine so hohen Geschwindigkeiten erreichen wie mit Tunnelvortriebsmaschinen. Man muss also sollte fast alles vorher wissen, weil einfach die Maschinen relativ starr sind von der Konstruktion. In der Auskleidung habe ich also auch praktisch keinen Spielraum. Wenn ich mich da in der Planung verschätze, dann habe ich ein großes Problem. Auch die Investitionskosten sind sehr hoch. 20 bis 30 Millionen Euro muss die Baufirma für eine maßgefertigte TBM schon kalkulieren. Und es dauert etwa ein Jahr, bis eine Tunnelbohrmaschine vor Ort zum Einsatz kommt. Schauplatz Choralmtunnel. Der 33 Kilometer lange zweiröhrige Eisenbahntunnel ist das zweite im Vorfeld politisch sehr umstrittene Großprojekt der ÖBB. Bei seiner Fertigstellung 2023 wird er der längste Eisenbahntunnel Österreichs sein und die Fahrzeit zwischen Graz und Klagenfurt von bisher 3 auf 1 Stunde verkürzen. Die geologischen Verhältnisse sind hier so günstig, dass man sich beim größten Streckenteil für den Einsatz von Tunnelbohrmaschinen entschieden hat. 3 dieser 10 Meter durchmessenden Steinraupen fressen sich gleichzeitig zwischen Kärnten und der Steiermark durch den Berg. Die beiden Tunnelbohrmaschinen auf der steirischen Seite müssen dabei eine Strecke von 17 Kilometer im Berg zurücklegen. Das ist die größte Distanz, die in Europa je für eine Tunnelbohrmaschine zu bewältigen war. Die Vortriebsstrecke auf der steirischen Seite ist bis zu 20 Kilometer lang. Und die große Herausforderung ist dabei die Logistik, also die Baulogistik, die notwendig ist, dass man einerseits Mensch, Material, Gerät nach vorne bringt zur Vortriebsstelle und natürlich auch das Ausbruchmaterial dann entsprechend abführen kann. Die Beschaffenheit des Ausbruchsmaterials ist übrigens so gut, dass ein Großteil gleich wieder im Tunnel verbetoniert werden kann. Das Ausbruchsmaterial wird direkt an die Baustelle des angeschlossenen Betonwerks in Deutschlandsberg geliefert und zur Erzeugung der Tübinge für die Tunnelauskleidung verwendet. So spart man Ressourcen und Kosten. Die Tübinge sind auch Gegenstand einer europaweit neuartigen Forschungskooperation von ÖBB, Montanuni Leoben und TU Graz. Auf einem speziellen hydraulischen Prüfstand kann man Tübinge aus der Produktion mit einem Druck von 400 Tonnen bis zur Zerstörung in die Zange nehmen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen geben Aufschlüsse darüber, wie sich die Betonringe bei Belastung verformen und helfen in Zukunft, deren Herstellung zu optimieren. Der Prüfstand bietet aber auch Raum für ein neuartiges Messverfahren, das in Zusammenarbeit von Montanuni Leoben und der TU Graz getestet wird. In den Tübing wird bei der Herstellung ein faseroptisches Sensorkabel mit eingegossen. Insgesamt sind 70 Meter von diesem Sensorkabel in den Tübing verlegt. 70 Meter entsprechen insgesamt 7000 Messstellen bei einer Ortsauflösung von 1 cm. Das heißt, insgesamt 7000 Messstellen, an denen wir Dehnungen im Tübing selbst erfassen können. Und in diese optischen Fasern wird Licht eingekoppelt. Üblicherweise wird dieses Licht verwendet, um Daten zwischen zwei Punkten zu übertragen. Andererseits, wenn Sie entlang dieser Faser eine Änderung erfahren, zum Beispiel über Dehnungen oder Temperaturänderungen, dann ändert sich auch das Licht, das in dieser Faser übertragen wird. Und wir erfassen diese geringen Variationen des Lichtes, zum Beispiel Frequenzänderungen, und können damit den Zustand entlang der gesamten Faser bestimmen. Der Tübing wird sozusagen mit einem Nervensystem ausgestattet. Entlang seiner Nervenbahnen können bereits Veränderungen im Tausendstel Millimeterbereich gemessen werden. Der Beton bekommt Gefühle eingebaut. Das System wird den Gesundheitszustand des Choralmtunnels überprüfen. Die Techniker erkennen, wann ein Tunnelstück unter Stress gerät. Sehr
September 2016 am Erzberg. Offizieller Startschuss für die Bauarbeiten des Zentrums am Berg. Bereits in 3 Jahren soll hier der Vollbetrieb aufgenommen werden. Ein traditionsreicher Ort, wo die Errichtung dieses Technologiezentrums für Forschung und Entwicklung im Tunnelbau auch eine Vitaminspritze für eine krisengebeutelte Region darstellt. Das außergewöhnliche Projekt soll den wissenschaftlichen Nachwuchs im Tunnelbau fördern. Österreich ist ein Land der Tunnel und die Zukunft liegt unter Tage. Der weltweite Bedarf an unterirdischen Bauten steigt ständig. Der Platz auf der Erdoberfläche wird knapp, die technischen Möglichkeiten werden immer größer und die Tunnelprojekte immer länger. Tunnelbauer ist ein gefragter Beruf mit Zukunft. Mit dem Zentrum am Berg bekommt die Wissenschaft eine weitere Möglichkeit, österreichische Tunnelbauerfahrung in die Welt zu tragen. Ja, faszinierende Welt des Tunnelbaus. Und vielleicht haben Sie ja, wenn Sie das nächste Mal durch einen Tunnel durchfahren, mit Zug oder mit Auto, schon einen ganz anderen Durchblick. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. ORF 1, 18:40 Uhr, nächster Samstag. Bis dahin Ihnen eine feine Zeit.